Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko, war damals einer meiner Favoriten. Wie so viele Looney Tunes Charaktere wurde auch der kleine Naga in ein Spiel verfrachtet, und zwar auf den Game Gear. Wie schlägt er sich dort? Ist er dort auch so flink unterwegs? Was taugt Cheese Cat Estrophe für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Cryo Interactive entwickelt und von Sega 1995 in Europa und in den USA veröffentlicht. Wie es damals üblich war, erschien zeitgleich auch eine Version für das Master System. Die Story ist natürlich simpel. Der böse Silvester hat eure Kumpels und eure Freundin entführt. Logischerweise macht ihr euch auf den Weg, um alle zu befreien und auf dem Weg so viel Käse wie möglich einzusammeln. Also, wie immer. Das Spiel ist an sich ein klassischer Plattformer, wobei ganz so klassisch nicht, aber dazu später mehr. Gegner erledigt ihr, indem ihr ihn auf den Kopf springt oder mit Hüten bewerft. Diese könnt ihr einsammeln, machen allerdings auch weniger Schaden als die Kopfspring-Variante. Daher habe ich eigentlich immer versucht, den Fiesling mit einem gezielten Sprung zu Leibe zu rücken. Speedy ist dabei natürlich relativ zügig unterwegs und das ist hier auch das Problem. Da der Bildschirmausschnitt nicht gerade sehr groß ist, seht ihr nicht weit voraus und rennt ständig in Gegner hinein. Da müsst ihr schon fast unmenschliche Reaktionen haben, um keinen Schaden zu nehmen. Dadurch müsst ihr euch immer etwas bremsen und das ist echt schade, da das Spiel eindeutig nicht darauf ausgelegt ist. Dadurch fühlt sich auch das Sprung- und Laufverhalten extrem schwammig an. Außerdem wirken dadurch die Kämpfe auch sehr sperrig und fummelig. Ich habe daher immer versucht, den Fiesling aus dem Weg zu gehen. Außerdem müsst ihr auch des Öfteren Sprünge ins Unbekannte machen und das ist echt nie gut. Jedes Level spielt sich im Prinzip gleich. Erkundet den Bereich und das Ziel ist es erst einmal den Schlüssel zu finden. Wenn ihr den einsammelt, öffnet sich ein kleiner Bereich, in dem ihr euren Freund retten könnt. Erst dann könnt ihr das Level verlassen. Das tut ja nie mehr den Ausgang findet. Oft ist dieser am Levelende, manchmal ist er jedoch auch etwas versteckt und muss erst gefunden werden. Am Ende jeder Welt gibt es dann zur Abwechslung aber immerhin einen Bosskampf gegen Silvester selbst in verschiedenen Varianten. Diese spielen sich recht gut und bringen mal einen frischen Wind hinein. Insgesamt erwarten euch 17 Level, die auf 4 verschiedene Welten verteilt sind. Natürlich gibt es hier auch verschiedene Sachen einzusammeln, neben Hüten gibt es auch Käse oder Herzen, die eure Lebensenergie wieder auffüllen. Die Grafik geht voll in Ordnung. Die Animationen sind klasse geraten und der allgemeine Stil passt super zum Szenario. Die Charaktere sind detailliert und liebevoll gezeichnet. Alles läuft jederzeit schnell und flüssig. Der Sound steht ebenso gut da. Die Musik passt und die Soundeffekte auch. Technisch gibt es bei dem Spiel echt nichts zu meckern. Was taugt Cheese Cat Estrophe für den Game Gear heute noch? Ich habe bei dem Spiel ehrlich gesagt gemischte Gefühle. Der kleine Speedy bewegt sich einfach zu schnell und teilweise muss man echt heftige Reaktionen haben, um Gegnern oder Hindernissen rechtzeitig auszuweichen. Wenn ihr aber ein schnelles Jump'n'Run im Stile von Sonic auf den Game Gear sucht, könnt ihr hier mal einen Blick riskieren. Das Modul ist auch nicht wirklich teuer. Das war der Test zu Cheese Cat Estrophe für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.